Lecker Erbsen, geil. Gutes Mittag. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit so mache, aber es kommt irgendwie cooler rüber. Und bevor ihr fragt, ich bin immer noch geshadowbannt, ja. Aber ich kümmere mich schon accounttechnisch, denn ich werde, glaube ich, meinen Account wechseln. Ich muss meinen Account wechseln. Ich habe keine andere Chance. Denn ich spiele zwei, drei Runden Shadowban. 7 Tage warten, denke mir so, ah, vielleicht klappt es diesmal. Spiele zweite Runde Shadowban. Ich habe sogar meinen verdammten PC zurückgesetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ah, nee, stimmt, ich weiß ja, woran es liegt. TikTok und YouTube-Kommentare haben ja recht. Ich cheate ja, wie jeder Streamer und Content-Creator. Ihr habt recht. Aber genug gelabert, wir gehen jetzt direkt mal in ein paar Runden Rebirth rein und ich schau mal, was für Klassen wir spielen, weil ich guck, was ich auf dem Account freigeschaltet habe. Digga, Erbse verschluckt. Ganz wichtig, das zeigen wir mir natürlich zuerst. Den Battle Pass, den ich nicht benutzen werde, weil es nicht mein Account ist. Wow, danke. Okay, Level 254. Ich bin jetzt gespannt, was der für Klassen hat. Neue Meta. Wann war das bitte Meta? Hat er wenigstens die neuen Meta-Waffen gelevelt? RAM 9. Level 2, geil. HLM 9. Level 1 nicht mal entsperrt. Geil, Digga. Scheiß drauf, wir gehen einfach mit der Klasse rein. Was soll's? Du, was sagst du zu den Waffen? Guck mal. Schau mal. Boah. Sorry, wollte ich nicht verletzen. I'm sorry. Während ich hier wieder 80 Jahre Runde suche, kann ich ja schon mal das Thema ansprechen. Und zwar geht es heute um Shadowbans. Das ist, denke ich mal, ein ganz passendes Thema zur Zeit, weil ich kenne so viele Leute, auch von TikTok-Kollegen, die ich so kenne, die auch dauerhaft in dieser Shadowban-Loop sind. Und es ist einfach unnormal nervig. Aber zuerst müssen wir erstmal bewundern, wie krass es ist, dass wir wieder hier sind. Das ist ja wirklich insane. Ich habe so viele geile Erinnerungen mit Rebirth Island. Unfassbar. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erinnerungen mit Rebirth Island habt. Aber, boah, ich habe so gute Erinnerungen damit. Da ist einer unten drin, oder? Weiß da, ich hab ihn gesehen. Ey, ist ja kein One-Shot mehr. Stopp doch, Bro. Also das Grundprinzip von Shadowbans ist ja eigentlich saugut. Ich muss hier ganz kurz überleben. Der Arm, oh mein Gott, Björn, geh weg! Also nochmal, das Grundprinzip von Shadowbans ist ja eigentlich extrem gut. Aber dieses, wie die das durchsetzen, so unnötig, dass Legend-Spieler... Ich bin wirklich Legend, ich meine, ich kann es nicht beweisen. Moin. Oh. Der Arme. Ich bin wirklich nett, ich kann es nicht beweisen, aber ihr könnt mir ruhig glauben. Aber dass man einfach gebannt wird dafür, dass man nichts macht, ist einfach in meinen Augen eine Frechheit. Und dafür, dass man auch so viel Geld theoretisch für das Spiel ausgegeben hat. Man kauft das Spiel zum Vollpreis, wie ich in meinem Fall jetzt. Kauft sich eventuell noch sogar einen Battle Pass oder den Black Cell Pass oder so. Du darfst es einfach nicht spielen. Das ist insane frech, wenn ich drüber nachdenke. Er ist hier oben irgendwo drin. Oh oh. Oh 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 oh. Gekracht, Face Dinosaurier. Hier ist er doch. Moin, Sen, bist tot. Wo ist der andere? Ah, hier. Oh, noch ein anderer. Oh, ich bin tot. Schade. Ich würde mal interessieren, hattet ihr schon mal einen Shadowban? Also, kennt ihr euch damit aus? Hattet ihr das schon mal? Weil ich kenne viele Leute bei mir, die zum Beispiel noch nie einen Shadowban hatten, die aber auch extrem gute Spieler sind. Und das macht das Ganze noch irgendwie komischer. Aber dann gibt es ja andererseits wiederum auch Leute, die nicht so gute Spieler sind, die trotzdem die ganze Zeit geshadowbannt werden. Ich habe sogar schon für Leute gesehen, die irgendwie eine Nuller-KD haben und die kriegen trotzdem Shadowbans. Also, check ich nicht. Und der wollte es wirklich wissen. Schnell weg, da kommt noch einer hinter uns, glaube ich. Stimmt, auf dem Dach. Ich denke, er ist auf dem Dach. Bist du auf dem Dach, Bro? Oh, da ist einer. Oh, oh. Neue Meta? Oh, doch nicht. Neue Meta? Neue... Oh, doch nicht. Oh, dass der das überlebt. Frechheit. Ey, jetzt haben wir unsere Klasse. Let's go. Wuhu. Die neue Meta-Klasse. Oma Haus ist doch immer Action. Also doch. Oh mein Gott, fick mich bitte nicht. Danke. Aber ja, das Problem ist zum Beispiel, guck mal, ich spiele jetzt mit diesem Account hier und ich kriege keinen Shadowban. Egal, wie viele Kills ich mache. Das war die erste Runde. Und wir rasieren hier trotzdem Roadman ganz schnell weg. Ah, ne, wir bleiben bei der Klasse. Machen wir mal uns nichts vor. Wir bleiben bei der neuen Meta-Klasse hier. Oh, die Tag-Ready-Kette geht wirklich noch gut ab. Wer hätte das gedacht? Aber je mehr du über diese Shadowbans auch... Oh nein, bin tot. Fick dich, Roadman, fick dich! Ja, je mehr ich über diesen Shadowbans so nachdenke, desto sauer machen die mich einfach, weil die Spieler, die wirklich... Ich habe den Account seit Verdans Anfangszeiten und die werden einfach dafür bestraft. Und das ist bisschen nicht so cool tatsächlich. Und da fühlt man sich, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, als Fan der Serie, der das schon ewig spielt, ich spiele schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren Call of Duty, fühlt man sich doch ein bisschen verarscht. Muss man doch zugeben. Und das war's mit dem Sweat hier.
Ich war auch so oft schon mal überlegen, einfach zu quitten das Game, weil es ja auch eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn du jedes Mal im Shadowban bist. Aber irgendwie ist es so eine Hassliebe und man kommt halt einfach immer wieder. Weiß nicht warum, warum das so ist. Das ist wahrscheinlich wie mit den FIFA-Spielern, die sind auch so durch, dass sie das Spiel jedes Jahr aufs Neue kaufen und so sind wir COD-Spieler wahrscheinlich auch. Unsinn. Das war's übrigens mit unserer guten Meta-Klasse. Wo ist die jetzt eigentlich hin? Jetzt spielen wir hier so eine komische Klasse. So eine Sniper. Wenn es wenigstens die neue Sniper wäre. Oh, da ist, glaube ich, so eine. Das ist, glaube ich, so eine Loadout-Kiste. Da kriegen wir doch unsere Loadie wieder. Oh mein Gott, hör doch auf, mich zu snipen, Bro. Ich hab doch nicht mal eine Chance mit der Waffe hier, glaube ich, zu one-shotten, oder? Hab ich nicht, nein. Wiederauferstehung deaktiviert, Bro. Geil. Für mich sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Für euch war das nur ein Schnitt. Es hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass wir jetzt die Renetti spielen. Die soll ziemlich OP sein und wir tryen es einfach mal schauen. Also auf Close Range und auf Mid Range, ehrlich nicht schlecht, hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Sieht die nicht gut aus, die Renetti. Wilde Sache. Oh mein Gott. Oh, Alter, hier liegt immer noch diese Brune rum, wie zu Warzone 1 Zeiten. Erinnert ihr euch noch, da lag auch immer die Brune an, genau an demselben Spot. Alter, das ist ja eine geile Referenz, ohne Witz. Das ist geil gemacht. Moin. Aber das wirklich Allerschlimmste an den ganzen Shadowbans sind... Oh Gott, der ist ja voll hochgesprengt worden. Seht nicht mal. Oh mein Gott! Ich kann nicht mal reden hier. So viele Leute hier. Irgendwas passiert hier gerade. Das Schlimmste an den Shadowbans sind nicht die Shadowbans an sich selber, sondern der Support, wie damit umgegangen wird. Die Leute, die interessiert das gar nicht bei Activision. Ohne Witz. Also logischerweise, klar, man ist da auch irgendwie nur eine Zahl im System. Aber dass sie das gar nicht interessiert, ist eine Frechheit. Aber wir steigen uns jetzt mal ein bisschen an. Wir wollen ja mal ein paar mehr Kills jetzt machen. Den sollten wir eigentlich auch bekommen hier. Das war ja mal mehr als easy. Oh Gott, nein, bitte nicht snipen. Oh nein, ich bin tot. Er kommt nicht hoch. Oh mein Gott, was für ein Glück. Waffe leer, nicht gut. Moin. Nee, Lobbys sind schon schmackhaft gerade. Lodi. Bin ehrlich auf die Renetti jetzt gespannt, ne? No joke. Mal schauen, wie die auf Close Range ist. Jo, okay. Chill, Bro. Tut mir leid. Ich habe bei Activision, glaube ich, ungelogen 40 Haces. Was Shadowbans angeht. Denkst du, das interessiert dir überhaupt eine Sekunde? Absolut nicht. Wirklich null. Boah, hab ich den gelöscht, Bro. Die ist so OP. Hasani, Bro. Was willst du machen? Und jedes Mal kriegt man von dem Support dieselbe Antwort. Ohne Scheiß. Man kriegt immer dieselbe Copy-Paste-Antwort. Und das macht einen noch saurer, wenn man dann Shadowban ist. Da geben dir die ganze Zeit diese dumme Scheiß-Antwort. Immer dieselbe vor allem. Moin, was machst du hier? Lauf doch nicht weg, Sohn. Wo wollt er hin? Wo wollt er hin? Also probiert die Renetti unbedingt aus, bevor die genervt wird. Die ist ja wirklich insane. Guck mal, wie schnell der umfällt. Das ist ja unfair. Wie das überhaupt getestet? Und wir Third Party. Komm her, du. Nuke Skin. Unstoppable. Ich hab dich gestoppt. Und jetzt werde ich gleich wieder auf ihn landen, weil der sah ganz schön sweaty aus. Unstoppable muss doch bestimmt gleich wiederkommen, oder? Ach ja, chillt da oben, Bro. Ehrenlos von ihm. Aber wenn wir smart sind, können wir den abfangen. Oh, der hat einen Sniper. Den will ich nicht fressen, den Headshot. Ich verteidige mich lieber, du. Ein schöner 20. Snipe. Wichtig und richtig. Unstoppable. Geh doch down. Du wirst jetzt sterben, oder? Ja, jetzt ist er raus. GG, Unstoppable. Hä, wo kam der denn jetzt her? Ich habe ihn nicht gecheckt, Bro, hä? Bitte nicht snipen, ohne das, wirklich. Ich hab auf alles Bock, nur jetzt nicht auf einen Snipe, wirklich. Also der müsste ja eigentlich tot sein. Oh, da unten ist der Letzte. Und tschüss. Oh, 27 Kills, GG's. Und kein Shadowban, sonst kriege ich immer ab den 10. Kill Shadowban. Komisch, liegt bestimmt nicht an meinem Account. So, das hier war gerade das gute Stück, was ich gespielt habe. Probiert es unbedingt aus, bevor es genervt wird, weil ihr habt ja gerade gesehen, insane. So, was ist das Fazit vom Video? Shadowbans sind scheiße und Rebirth Islands zurück und ist mega geil. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Warzone-Video. Haut rein.